Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Und wie ihr seht, irgendwas sieht komisch aus hier. Ich sehe gerade, ich habe das Hoverboard gar nicht. Ich hätte gerne das Hoverboard, aber ich habe es nicht. Ich bin nämlich auf meinen Testboss-Boss-Account angemeldet, auf meinem zweiten Account. Ich habe unendlich viele Diamonds, ich habe unendlich viel Geld. Was ist das denn hier? Pumpkin Cat Token. When Part 3 comes out, this token will be usable so much. Alles klar. Wir warten auf Part 3, bis das Ding usable ist. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal ein paar Pets raus. Ich habe aber noch gar keine Pets. Wir müssen uns erstmal Pets holen. Top Players Worldwide. Interessant. Alles klar. Pet Collection has been removed. Haha, you just wasted your time for Pet Collection. Okay, Bruder. Bruder, warum wurde Pet Collection? You can't claim. Warum? Bruder, warum machst du das mit mir? Okay, ich würde sagen, ich öffne jetzt erstmal dieses Eck hier. Und ich habe eine Huge Cat gezogen. Perfekt. So, jetzt wo ich hier eine Huge Cat habe, die hat keine Power. Peter, unequipped. Was unequipped? Es ist doch equipped. Warum steht da unequipped? Normal Part 3. Okay, und dann würde ich sagen, bauen wir hier erstmal sowas ab. Geht nicht. Bauen wir diese Kiste ab? Macht er auch nicht. Traveling Merchant. Ach, das ist der Traveling Merchant. Alles klar. So eine Huge Cat bein. Are you sure you want to purchase this pet for free? Yes, I want to purchase. Hallo? Ich will das. Hallo? Okay, ich bin mir nicht sicher. Was dann? Ich selbst? 92 Huge Cats kosten die mich. Kann ich mir nicht leisten. Und der kostet 450 Robux, kostet mich 450 Millionen Diamonds. Are you sure you want to purchase this Robux for 450 Millionen Diamonds? Purchase unsuccessful, cause you're bad. Was? Ach, man, ich will doch nur Robux haben. Okay, wie es aussieht, brauche ich erstmal ein paar Huge Cats. Was ist das hier eigentlich? Ah, hier kann ich donaten, okay. Ich kann mich zur Zomp Area teleportieren lassen. Kann ich irgendwelche anderen Eggs noch öffnen? Bitte, please. Irgendwelche anderen Eggs? Andere Eggs, please. Andere Eggs. Komm, wir gehen einfach mal zu diesem Dominus-Ding. Das habe ich nämlich auch frei. Sehr easy. Fall ich hier runter? I don't like money. Preston. Okay, Preston. Ich glaube, wir müssen es einfach riskieren. Ich hätte es nicht riskieren sollen. Hallo, please. Ah, sehr gut. Part 3 Countdown very soon. Danke für den Countdown. Okay, wir gucken jetzt noch einmal, ob wir irgendwie hier hin. Make your pets die. Was? Make your pets die. Da bin ich dabei. Bruder, ich will meine Huge Cat sterben lassen. I like money. Preston, click me. Ich klicke. Nicht genügend Guthaben. Small donation kostet mich 5 Robux. Das kann ich mir nicht leisten. Okay. Stellt euch vor, make your pets die. Wenn ihr die Pets in die Goldmaschine packt, steckt ihr einfach 5 Pets in die Goldmaschine oder 6 rein und lasst sie sterben. Ich drücke jetzt erstmal R. Und dadurch kann ich gleich 3 auf einmal öffnen und es sind 3-mal Huge Cat. Oh mein Gott. Ja, nochmal. Ich brauche viel mehr. Easy. Ich mache Auto-Hedge on und dann... Vor allem... Okay, wir werden jetzt erstmal ein bisschen warten, bis ich genug Pets habe. Ich habe Auto-Hedge an. Please, mach auch Auto-Hedge. So, und ich würde sagen, damit habe ich erstmal genug Huge Cats gehatcht. Und ich finde es lustig, die Pets, die folgen mir jetzt auch so wie in Pet Simulator 1 war das, wo die Pets halt alle in einem Kreis um einen herumlaufen. Und jetzt kann man ja so coole Tänze mit ihnen ausführen, als ob wir eine Boyband wären. Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen stärker. 69420 Trillion. Ah ne, das bin gar nicht ich. Das bin gar nicht ich. Pff, dann eben nicht. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall genug Huge Cats gehatcht, damit ich auch mal beim Traveling Merchant mir Infinite hiervon kaufen kann. Ah ne, das kostet 92 Huge Cats. Ich dachte, das waren 52. Okay, da muss ich noch ein bisschen hatchen. Wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich dann schon wieder. So, jetzt sollte ich aber mal genug haben. Jetzt habe ich 110 Pets. Und ich kaufe mir jetzt das und es passiert nichts. Please? Hallo? Ach komm schon, ich habe extra 92 Huge Cats zusammengespart. Na gut, dann nicht. Gut, was gibt's denn hier noch? Ich kann Equip drücken, dann equippt er, glaube ich, euch. Hier ist so ein kleines Huge Cat-Symbol, das ist doch schön. Hat sich immer Mühe gegeben. Ich kann meine Pets deleten, ich kann die Pets so klein anzeigen lassen, das ist doch auch schön. Ich habe hier auch meine Settings, Hide My Pets und Hate Players Pets kann ich machen. Ich werde jetzt noch einmal hier hingehen. Das Pock Egg, das möchte ich natürlich auch noch öffnen. Bruder, Huge Pocket. Alles klar, übertreib halt vollkommen. Jetzt habe ich auch noch eine Huge Pocket. Haben die alle Pfad 3? Ja. Ich habe eine Pocket, eine Huge Pocket und eine Pocket. Ich würde sagen, ich würde gerne meine besten Pets equippen. Ich klicke mal hier rauf. Okay, die Huge Pocket ist scheinbar nicht mein bestes Pet.
Unequip. Kann ich nicht unequippen? Okay. Please? Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Equippen funktioniert. Ich kann jetzt auch einfach mal hier diese Pets hier selecten. Und die lösche ich jetzt einfach mal. Delete. Ja, 17 Pets löschen. Boom. Und jetzt? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Okay, und dann gibt es hier noch das Test-Egg. Das öffne ich natürlich auch. Oh, kriegt man dann Dominus? Please? Domi-Man. Die haben auch Fahrt 3. Haben die alle Fahrt 3? Die haben alle Fahrt 3. Wow. Ey, aber die Pockets, die sind doch viel besser als die anderen. Warum? Oh, ich will aber nicht die Huge Cats ausgerüstet haben. Equip my best pets. Unequip my pets. Funktioniert auch nicht. Ich klicke rauf, es passiert nichts. Okay. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt hier einfach mal runter. Wir gehen jetzt erstmal zur Tech-Welt. Weil in der Tech-Welt, da gibt es viel mehr Spaß. Doorstuck. Eigentlich muss man hier nicht Knock-Knock schreiben. Ich schreibe einfach mal... Oh, der Windows-Client von Roblox ist übrigens verbuggt. Ich kann hier nicht in den Chat schreiben. Auch wenn ich gedrückt hatte. Okay, ich habe es versucht und... Ich habe es geschrieben, nichts ist passiert. Es ist nichts passiert. Muss ich zu der Door da hochlaufen? Oder was? Please? Ja, ich weiß auch, wie man da hochkommt. Ah, nee, ich habe kein Hoverboard. Weil ich kein Hoverboard habe, komme ich da gar nicht hoch. Ich versuch's trotzdem. Hallo? Du hast nicht wirklich diesen gemacht. Nein. Man kann hier nicht raufklettern, weil er die nicht fidel gemacht hat. Na gut. Dann müssen wir hier einfach weiter. Ich weiß nicht, wie ich hier reinkomme. Ich kann auch einmal Knock-Knock versuchen. Aber es funktioniert nicht. Okay. Kann ich hier wenigstens in der VIP-Area rein? Nein, ich darf nichts abbauen. Was steht hinter diesem Schild? Gar nichts. Achso, gar nichts auf dem Schild. Tipps. Fart to get coins. Wie soll ich denn farten? Bruder, ich weiß nicht, wie man furzt. Wir gehen jetzt zu Make Your Progress Harder. Okay, das funktioniert. Huge Pumpkin Cat kostet mich 100? Oder Remove Curse? Okay. Okay. Na gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Habe ich jetzt wenigstens die Huge Pumpkin Cat? Nein, ich habe sie nicht. Wir kriegen das schon hin. Make your progress harder. Das wäre so lustig. Stellt euch vor, ihr gebt Diamonds aus, damit ihr schwerer habt. Oh, hier können wir fusen. Ganz normal. Das können wir doch mal machen hier. Please. Oh, nee, ich darf nicht fusen. Alles klar. Ich bewege mich da jetzt runter. Ich will jetzt gucken, was da unten ist. Ist mir egal, ob es ewig dauert, bis ich da hinten ankomme. Und bis dahin kann ich doch mal ein paar Pets Rainbow machen. Bitte, bitte Rainbow. Na gut, ich darf auch keine Pets Rainbow machen. Ah, so funktioniert das. Okay, okay, okay. Ich muss hier rüber hovern, dann hier außen rum und dann auf Unequip. Muss ich hier wieder rüber hovern, hier außen rum und dann auf Unequip. Und wieder hier und dann außen rum und auf Unequip. Dann gehe ich hier rauf und gehe auf Equip. Und dann gehe ich hier rauf und gehe auf Equip. Und hier rauf auf Equip. Und hier rauf auf Equip. Und jetzt habe ich diese Pets auch. Yay! Hey, you! Subs to Legendary. Nein! Lass mich einfach durch. Ah, daneben nicht. Dann gehen wir halt in die Fantasy World. Mal, der Gletscher sieht echt komisch aus mit diesem Filter drüber. Excuse me? Was ist denn hier los? Ich glaube, hier fehlt was, Leute. hallo? Okay, ich würde sagen, ich gehe hier einfach weiter. Man kann es ja mal versuchen, ne? Versuchen wir es so. Und hopp! Oh, ich schaffe es nicht ansatzweise so weit. Na gut, ich habe es versucht. Dann gehen wir einfach mal auf Teleport zur Zomp Area. Oh, dann bin ich jetzt hier. Zomp Chest! Every 10 minutes, the chest will be spawned. Will be spawn, was? Und was kann die? Ich habe keine Ahnung. Was kannst du? Gar nichts. Okay. Zomp-Fan-Rewards. Ich bin ein riesen Zomp-Fan. Ich habe noch nie ein Video von ihm gesehen. Aber ich darf sie auch nicht redeemen. Woher weißt du, dass ich kein Zomp-Fan bin? Sag es mir. Ach Mensch, da muss ich wohl heimkehren. Die Kanone. Er hat nie im Leben hat er die Kanonenanimation nachgemacht. Nie im Leben. Ja. Na gut, dann würde ich sagen. Oh, hier, außenrum. Und da hinten ist die Welt. Und was geht denn da so ewig runter? Wer ist denn das da? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier noch was zu entdecken. Ich gehe auf jeden Fall hier nochmal außenrum. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt. Aber nee, scheinbar gibt es hier nichts. Ich habe jetzt keine Lust, komplett außenrum zu laufen. Also springen wir einfach mal runter. Und da unten ist einfach Gras. Hui! Ich bin tot. Ich meine, das ist besser als in Pet Simulator X. In Pet Simulator X darf man nicht sterben. Wenn man stirbt, ist das Spiel kaputt. Aber bitte, make your pets die. Ich will meine Pets sterben lassen. Bitte. Gib mir die Möglichkeit, meine Pets sterben zu lassen. Bitte. Dann eben nicht. Wir können hier jetzt noch hingehen. Wie konnte ich denn den Trading Plaza übersehen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Bruder, was ist hier kaputt gegangen? Bruder, warum ist hier so ein Holo-Ei? Three notes and don't put... Oh nein, das ist jetzt auch ein Spiel? Jetzt muss ich auch noch Sachen schaffen. Oh, ich hab versagt. Oh, und man ist so langsam. Ich gehe einfach zu Second als erstes. Puh, hier geht's nicht weiter. Das ist ein Labyrinth. Dann gehen wir halt hier lang. Und meine Pets nerven mich. Ich muss sie mal ausschalten. So, hide my pets. Bam. Natürlich sind die Notes hier, please. Oh, ist das ein Spiegel? Das ist kein Spiegel. Na gut, dann hopp, hopp. Hier, last note ist gate. Wenn das last note gate ist. Okay, dann gehe ich mal zurück. Weil man braucht ja praktisch nur die last note, ne? Und ich glaube, ich habe mich verlaufen. Leute, ich habe mich verlaufen. So geht's auch. Dann schnell wieder hin. Ich bin so langsam. Es tut mir weh, wie langsam ich bin. Bitte, gib mir ein Hoverboard. Besten bitte gönn Hoverboard. Aber Leute, wir merken uns. Es gibt drei Notes. Alle sind wahrscheinlich ein Wort. First, second und third gibt es hier. Last note ist gate. Das bedeutet, ich stelle mich jetzt hier hin und schreibe einfach mal open the gate. Hat nicht funktioniert. Open the gate hat nicht funktioniert. Okay, dann muss ich es wohl doch schaffen. Hopp, 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 hopp.
Oh, ich bin so schlecht in Obbys. Ach, komm schon. Ich war gar nicht dran. Warum steht Shop da oben rückwärts? Ich versuche noch eine Sache. Close the gate. Hat auch nicht funktioniert. Na gut, ich versuch's nochmal. Ach, komm. Na gut, Leute, ich geb's auf. Wenn ihr den Code kennt, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich guck's mir nochmal an. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao.